Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Imperialism. Meine vierte Aufnahme. Das letzte Mal haben wir unsere Industrie bereits ganz schön aufgebaut. Wir haben hier einen Hafen nach Tarval gebaut. Nein, das will ich gar nicht. Gibt es irgendwelche Informationen zu Tarval eigentlich auch? Nö, was sind das für mit den F-Tasten? Kann man sich die einzelnen Sachen anschauen, bin ich drauf gekommen. Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir hier nach Pacheco auch noch einen Hafen bauen könnten, weil wenn wir da auch noch einen Hafen herbauen, dann hätten wir auch noch Eisen und dann sind wir fast überhaupt nicht mehr auf den Handel angewiesen. Das heißt, alles, was wir dann erhandeln, ist etwas, was wir in unsere Lager reingeben können, was sehr toll ist. Wir sind außerdem dabei, hier die Eisenbahn runterzubauen. Hier haben wir drei Holz, die wir hoffentlich bald sammeln können. Das heißt, wir brauchen mehr Transportkapazität. Wir haben jetzt 18 Transportkapazität und wir haben schon einiges, was wir liegen lassen auf den Schienen. Alles, was wir noch dazu kriegen, wenn wir jetzt nicht transportieren können. Das heißt, wir werden jetzt ein paar von diesen Dingern da bauen müssen. Können wir nicht zurzeit. Warum nicht? Wir haben zu wenig Eisen. Oh, wir haben zu wenig Bretter. Mal drei Bretter die Runde und ein Papier. Papier ist immer gut. Dann können wir nämlich unsere Leute weiter ausbilden. Das wird gut sein. Ja. Geldmäßig sind wir jetzt nicht ganz so gut drauf, aber es stört eigentlich nicht ganz so schlimm. So, produzieren wir das auch. Schauen wir mal, wir haben 1 und 1. Wir produzieren 1 und 1, das heißt, wir könnten eigentlich rein theoretisch auch ein Held verkaufen. Wir wollen Eisen kaufen und Holz vor allem. Ich überlege, achso, nein. Ich überlege gerade, haben wir genügend Wolle? Und zwei Wolle auf Vorrat. Und wir transportieren derzeit drei Wolle. Das heißt, um die vier Sachen zu, um die zwei Stoffe zu bauen, brauchen wir nur eine Wolle pro Runde. Wir werden da bei der Wolle auf das Billigere gehen und wir werden pro Runde nur noch eine Wolle kaufen einfach. Wir schauen einfach dann, was ist das Billigere, das kaufen wir. Beim Holz brauchen wir insgesamt, wenn wir das voll ausnutzen wollen, 8 Holz. Und wir haben nur zwei Holz im Reich, das heißt, wir brauchen sechs Holz am besten. Und Eisen. Oh, am besten noch zwei Eisen. Zwei Eisen, sechs Holz und eine Wolle. Dann könnten wir voll mit der Produktion weiterfahren. Schauen wir mal. Pont mag uns. Sehr gut. Boah, das ist ja arg. Jeder hat schon den einen oder anderen, der ihn mag. Bruhe. Käme nicht. So, unsere Lieblinge sind Kessel, Hurschen, Manx und Pont. Nicht vergessen. Wir haben mit denen 10%ige Subsidies. Viel mehr können wir uns nicht erlauben, weil sonst geht unsere Wirtschaft ein. Na gut,
Schauen wir mal. Hurschen. Das ist ein Konsulat. Haben wir mit Hurschen. Wir kaufen eins. Je, vier Holz. Die akzeptieren wir. Wie ist das mit Eisen? Kriegen wir Eisen? Nö, wir kriegen kein Eisen. Oh mein Gott, ich bin ja überall ganz hinten. Wie das? Ärgerlich. Chemwill 8. 4, 2, das sind aber 4. Und Chem ist der letzte. Wir könnten es riskieren, dieses Eisen zu kriegen. Wenn wir das Eisen nicht kriegen, dann können wir überhaupt keine Stahlproduktion machen. Wir brauchen Eisen. Aber wir haben. Ah ja, pfeif drauf. Nein, hätte uns eh keiner mehr Eisen angeboten, Gott sei Dank. So, wir haben immerhin ein Plus gemacht. Sehr gut. 2000 irgendwas. Das heißt, wenn wir noch einmal so viel Plus machen, können wir das nächste Mal dann vielleicht wirklich die den Hafen bauen. Wenn wir den Hafen haben, brauchen wir auch kein Eisen mehr kaufen. Zumindest nicht in nächster Zeit. So. Da unten gibt es nichts mehr zum Anschauen. Und dieses Gebiet haben wir uns noch nicht angeschaut. Da könnten wir eigentlich auch da hier bauen. Wenn wir was finden. Schauen wir mal. Oh, wir haben da noch nicht das Depot gebaut. Mist, ich habe gehofft, wir würden das Depot schon haben. Tja. Na gut, man kann nicht alles haben im Leben. Auf jeden Fall bauen wir nachher da runter nach Rivera und schauen, dass wir Rivera als nächstes anbinden. Sehen wir mal, wie viel Geld wir haben, nachdem wir mit dem Depot fertig sind. Mit etwas Glück könnten wir. Ja, mit etwas Glück können wir hierher bauen dann, wenn irgendwas Gescheites zu finden ist. Ist daher natürlich, wenn wir da nämlich wirklich den Hafen bauen, dann haben wir da schon das Feld auch ausgebaut. Gut, Transport, Transport. Wir könnten noch viel mehr transportieren. Oder? Ja. Wir haben kein Eisen. Noch ein Transportding. Okay, wir bilden mal einen aus. Wir brauchen auf jeden Fall viele Arbeitskräfte schon. Hahaha. Aber solange das läuft, ist es gut. Solange das läuft, ist es gut. Ja, wir machen einfach so weiter. Da kann man eh nichts machen. Nächste Runde. Pond bietet uns was an. Das akzeptieren wir.
Huschen auch. Ah, ich. Nochmal eins. Hey, wir kriegen auf jeden Fall ein Essen. Das heißt, dann nehmen wir drei. Und da kriegen wir noch ein Essen. Yes. Und wir machen wieder ein schönes Plus. Royal Bank dismisses 100. A machine to number banknotes has enabled the Royal Treasury to dismiss 100 clerks. Schau an, Maschinen ersetzen Menschen. Wie unerwartet. Gut, auch da haben wir natürlich nichts gefunden. Ist eh klar. Viel haben wir eigentlich gar nicht mehr zum Anschauen. Na dann, gehen wir gleich mal daher. So, das haben wir auch ausgebaut. Das heißt, du bleibst mal da stehen. Und wir sind jetzt bei 1700. Das könnte gut funktionieren, nach Pacheco dann noch ein Dings zu bauen. Wir haben wieder eine Transportkapazität dazu gekriegt. Was holen wir uns mehr rein? Obst. Oder Getreide. Getreide ist gut. Your Excellency, the great power of Chem has a steel mill and in mill industry with a capacity more than double ours. Tja, was soll ich tun? Wir können wieder da eins produzieren. Haben wir noch einen? Ah, nein, wir haben keinen. Wir holen uns noch ein Papier. Dann können wir noch einen ausbilden. Sehr gut. Wie schaut das da aus? Wir haben keine Arbeitskraft, damit wir da weiter ausbauen. Arg eigentlich. Genau, wir machen da weiter. Da auch. Die zwei brauchen wir dieses Mal nicht. Wir haben genügend auf Lager. Jetzt können wir dann nächste Runde wieder suchen. Schauen wir mal, wie schauen die Beziehungen von den anderen aus. Schaut noch ganz gut aus. Soweit ich mich entsinnen kann, muss man dann irgendwann mal Krieg führen. Das wird einem nicht erspart bleiben, auch wenn man noch so wirtschaftlich spielt, so wie ich. Na gut, nächste Runde. Pont bietet uns vier Holz an. Schauen wir mal. Wir sind bei Pont und bei Lo. Achso, nein, Blödsinn, wir sind nicht rot, wir sind orange. Bei Pont sind wir ganz vorne. Brühe hat uns immerhin an dritter Stelle. Aber ja, ist diese vier werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Dann akzepten wir die mal. Nehme ich alles zurück. Wir kriegen natürlich noch Holz. Wo ist Kessel? Das steht nicht einmal da. Ich finde das nicht richtig. Die stehen nicht einmal hier. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich bei Pont weniger genommen. Wie viel Eisen kriegen wir denn? Eins. Das heißt, wir können da eh ein Eisen, ein Holz nehmen. Perfekt. Und wieder einen Tausender plus. Das heißt, wenn das Depot fertig ist, können wir uns locker den Hafen dort hinten leisten und dann haben wir auch Eisen.
Das ist ganz wichtig, weil zurzeit haben wir nur ein Eisen pro Runde aus Pont. Ein Advanced Mower. Naja, auch nicht schlecht. Get a Life Mackie. Letter to the Editor. Recent articles on theories espoused by Alexander Mackie predicting global wars themselves threaten the stability of the industrial world. Never have so many people enjoyed prosperity and long life as in the present age, that Mackie finds so insecure. Okay. Ein Apologete, der sagt, dass wir bald Krieg führen werden. Na hübsch, das freut mich aber. Noch immer nichts. Okay, gut. Du bleibst weiterhin hier und wartest auf irgendwas. Du bist noch nicht fertig. Wir könnten noch einen zweiten Ingenieur bauen. Aber die sind so teuer. Und die würden meine Dings, meine Arbeitskapazität in der Stadt ruinieren. Apropos Arbeitskapazität in der Stadt. Kann man das machen? Da fügen wir da eins runter. Und da eins rauf. Das brummt vor sich hin. Nachdem wir da drei produzieren, bleibt immer ein Dings übrig. Das ist gut. Das ist gut. Noch geht's uns gut. Bieten wir wieder mit. So, aber jetzt gibt es keinen außer Pont. Aber Loki hat 15. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir da auch noch welches kriegen. Aber Loki ist ein Staat, der nicht mit uns verbündet ist. Das heißt, wir lassen das. Das heißt, wir accepten mal da. Und wir rejecten da. Und wir accepten da. Sehr gut. Und wieder ein bisschen Plus. Jetzt brummt unsere Wirtschaft. Bird History published. Nein. New weapon a hit with military. Das klingt nicht gut. Atomic Theory explained. Ah, das ist wieder der John Dalton. New packing of ammunition. The recent introduction of a system for packing ammunition using a shell allows the shooter to breech load the entire piece. The inventor, Mr. Henry Shrapnel, has pre-packed black powder and a lead ball in a metal casing. Early tests have demonstrated the speed advantage of this system. Wir haben das Schrapnell-Ding entwickelt. Gut, Ingenieur, du bist fertig hier. Das heißt, du gehst mal hierher. Du bleibst stehen. Du bist hier fertig. Wo werden wir dann als nächstes hingehen? Wenn wir da den Hafen haben, gehen wir da vielleicht zurück und bauen die Strecke weiter nach Rivera. Damit Rivera auch verbunden ist. Und in Rivera werden wir wahrscheinlich sogar ein Depot bauen. Dann ist Genau, dann ist Rivera mal verbunden und von Rivera werden wir weiter nach Wawona gehen. Das heißt, wir werden hier weitermachen mit dem Farmer. So. Jetzt schauen wir mal, was wir hier brauchen in der Stadt. 522. Brauchen wir, das heißt 522.
Was haben wir da gerade am meisten? Nein, wir sollten mehr Getreide und nicht das da transportieren. Getreide haben wir definitiv am wenigsten im Vorrat derzeit. Netterweise wird das nicht schlecht, das Zeug, was wir da einlagern. Gut. So, wir haben vier Arbeiter und jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Papier dazu noch. Da bauen wir auch eins weiter. Das heißt, es wäre vielleicht gescheit, wenn wir die da dann auch bald wieder aufbauen oder die ausbauen. Die ausbauen, kann man mehr von dem Zeug kaufen, dem Zeug bauen, dann könnten wir auch die ausbauen. Aber dazu brauchen wir mehr Arbeiter. Mehr Arbeiter bedeutet mehr Essen. Jetzt bauen wir mal die Transportkapazität aus als erstes. Das brauchen wir sowieso, weil wenn der Hafen fertig ist, brauchen wir dann noch mehr Zeug zum Transportieren. Handelsflotte brauchen wir derzeit nicht, weil wir handeln eh wenig. Die zwei Sachen, die wir verkaufen. Wir haben da jetzt 5 Holz. Wir brauchen aber pro Runde 8 Holz. Das heißt, wir brauchen 3 Holz pro Runde, 2 Eisen pro Runde und eine Wolle pro Runde. Das müsste sich rein theoretisch ausgehen. Gut, mag uns jeder noch. Hey, Hurschen mag uns jetzt auch. Kessel und Manx mögen uns nicht sonderlich. Leider, schade. Aber Manx ist ein Wappler. Die verkaufen hier nichts Gescheites. Loki, irgendjemanden, der ihn mag. Kem, Mist. Wir müssen mit Loki möglichst bald Krieg führen, damit nicht Kem sie unterstützt. Das heißt, wir müssen auch langsam in Militär investieren. Vor allem da oben. Das ist recht schön. Das ist ein schöner Wald, den man weiterentwickeln kann. Hier haben wir noch. Naja, okay, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, da haben wir noch. Das war schon. Scouting Report. No forces are present. Das klingt gut. Zwei Milizier. Das heißt, der Domi könnte man eigentlich relativ einfach erobern. Vielleicht sollten wir wirklich langsam ein wenig in Militär investieren. Weil wenn wir da den Hafen haben, brauchen wir fast nichts mehr importieren, nur noch ein bisschen Holz. Weil den Hafen haben wir mal das da. Ja, stimmt, da brauchen wir eigentlich wirklich nur noch Holz dann importieren. Wenn wir das da erobern, haben wir da mehr als genug Holz. Dann gehen wir da 1, 2, 3. Und schon haben wir das Monster-Holzfeld, das wir dann auch später ausbauen können. Na gut. Nö, wir wollen ein. Ich nehme auch eins. Was? Okay.
Nein. Wo ist mein Angebot aus Pont? Kein Angebot an Eisen. Ach so ein Schaß. Ach so, nein, ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Trottel, sehe ich gerade. Ich brauche nur drei Timber. Man hätte mir eh Eisen angeboten, sogar Kartei und Sindel und Pont. Achso, na, Sindel ist nicht einer von meinen und Kartei glaube ich auch nicht, oder? Pont aber. Grrr. Ich bin so dumm, 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 dumm. Hey, ich habe wieder Kohle gefunden. Schau an, auf der anderen Seite der Welt. Aber wenn ich da einen Hafen habe, kann ich da. Ach so, nein, Blödsinn, da ist ja ein Dings, da geht's nicht durch. Mist. Aber vielleicht haben wir da und da auch noch was, dann bauen wir da hier irgendwann nochmal. Na gut, auf jeden Fall bauen wir hier einen Hafen. Und du gehst mal daher. Und baust das ab. So. Mehr Transportkapazität. Na, können wir nicht mehr. So, sollen wir eine Runde lang. Wir könnten eine Runde lang verzichten, diese Sachen zu verkaufen und einen neuen Bürger uns holen. Ja, da kann man nämlich hier nichts bauen. Das passt schon. Verkaufen wir diese Runde mal nichts. Können wir sogar gar nicht. Sehr gut. Das brauchen wir auch nicht kaufen. Wir brauchen nur die zwei Sachen. Davon drei. Nein, nicht einmal, weil wir haben ja noch drei. Vor allem Eisen brauchen wir. Hey, Kestel. Wer bietet uns noch an? Nur Kestel. Ja, bei den anderen beiden sind wir zu weit hinten. Except. Gar nicht einmal so viel im Minus. Dadurch, dass man nichts. Mob Howls in Big Riot. Citing low wages, horrible working conditions and long hours, workers staged a violent protest against the establishment yesterday. Haben die nichts Besseres zu tun? Arg. Nee. Wäre auch zu schön gewesen, wenn er da was gefunden hätte. Schauen wir mal, da haben wir ja noch die Chance. So. Gut. Könnten einen zum Meister ausbilden. Machen wir das doch glatt. Kaufen wir noch einen vielleicht. Brauchen Arbeitskräfte. Außerdem wollen wir ja Militär ausrüsten. Für Militär bräuchten wir auch Truppen. Das heißt, wir sollten da auch mal Maschinen bauen zum Töten von Menschen. Dann könnten wir nächste Runde vielleicht einen oder zwei von diesen Truppen ausbilden. Vielleicht so Husaren. Achso, nein, wir haben keine Pferde. Haben wir Pferde? Nö, keine Pferde. Schade eigentlich.
Das heißt, die werden ein bisschen problematisch. Das wäre schön, wenn wir die hätten. Ah, die brauchen auch Pferde. Wieso brauchen die keine Pferde eigentlich? Oh, die brauchen einen Meister. Puh. Vielleicht so Grenadiere. Regulars, Skirmishers. Wow, die sind schon sehr teuer. Regulars vielleicht. Sowas wäre ganz gut. Pferde wären dann ein Hit irgendwie. Kann man da irgendwo Pferde abbauen? Kann man Pferde kaufen vielleicht? Wir können Pferde kaufen. Wir brauchen ja immer ein Pferd. Für den. Ein bisschen Geld haben wir noch, also so gesehen passt das schon. Passt schon. Na gut, nächste Runde. Pond bietet uns 4 Timber an. Brühe wird uns möglicherweise auch eins anbieten, aber mehr als 3 brauchen wir nicht. Brauchen sogar nur 2 wahrscheinlich. Cam bietet uns 5 Pferde an. Bist du wahnsinnig? Wollen wir 2 kaufen? Sollte das ausreichen? Warte mal, wer bietet noch an? Cam. Ah, Cam ist einer von den Großmächten. Puh. 1000 im Minus, jetzt sind wir wieder auf 0. Das heißt, ab jetzt werden wir wieder Zeug verkaufen und nicht mehr Leute ausrüsten. Sulfur Friction Stick Spring Light Fast. Oh, Streichhölzer. Beards no longer in style. Naja, okay, wir brauchen schon Beerte. Noch eine Large Statue Plant. Naja, auch nichts. So, wir haben noch ein Dings und ein Bums. Da können wir noch schauen. Und irgendwo gibt es noch einen Hügel, den wir uns noch nicht angeschaut haben. Da drüben. Schau. Und das da mal. Wir wollen da auch mal ein Depot herbauen. Wow, mit etwas Glück haben wir da drin und irgendwas. Mhm. Transportieren, transportieren. So, wir brauchen 632. Wow. Und wir transportieren derzeit 643. Puh. Also ein Dings zu viel, ein Obst zu viel, aber Getreide haben wir gerade recht. Das heißt, wir müssen da eher ein bisschen vorsichtig sein. Schauen wir mal. Die bräuchten so einen. Die zwei werden wir dann bauen. Das heißt, wir brauchen einen Tausender für die. Das heißt, wir können noch einen aufbessern auf einen Gesellen quasi. Und einen untrained lassen wir. Mhm.
Das ist ausgelastet. Aber wir werden jetzt keine Leute mehr ausbilden. Das heißt, wir brauchen mehr Bretter. Weil, wenn wir mehr Bretter zur Verfügung haben, können wir wieder Schiffe und das da bauen. Oh yeah! Wahnsinn! Wir können wieder Stahl produzieren, das ist wichtig. Vor allem, wir bauen da jetzt die zweite Waffe, die wir brauchen für den Typen. Gut, und wir haben jetzt wieder die zwei im Angebot. Das heißt, wir können die zwei wieder verkaufen. Sehr gut, die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen noch Eisen, oder? Ja, wir brauchen noch Eisen. Und wir brauchen noch Holz. Oh, wir brauchen auch wieder Dings. Das geht auch langsam aus. Da haben wir noch einen. Das wäre gut, wenn wir einen kaufen würden. Kauft man nur Wolle? Oder nur Baumwolle? Na, nur Wolle. Das ist das Billigere. So, wie schaut das aus? Mögen uns die Leute? Huischen Pont mag uns. Gefällt mir nicht. Jetzt eine Alliance Cam. Ich glaube, das werden sie nicht machen. Na gut. Herrschaften, für heute machen wir wieder mal Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Ich bin nämlich gerade drauf gekommen, ich habe viel zu lange aufgenommen. Hurra! Nämlich wieder eine halbe Stunde. Ich wollte kürzer machen. Na gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder.